Stürmisches Ahoi und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Hello, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Ja, Spaghetti, du bist auch mit dabei. Erzählst du uns mal, warum du mit dabei bist, mein Freund? Ja, genau. Ganz genau. Freunde, wir sind hier gerade in der Welt der Pokémon gelandet. Wie ihr sehen könnt, hier vorne ist unser kleines Heim. Und unser Spaghetti und ich, wir haben eine Wette abgeschlossen. Und zwar haben wir gewettet, dass ich oder Spaghetti, einer von uns beiden, länger durchhält, wenn wir uns verstecken und gegenseitig suchen. Und selbst wenn wir uns eine Fährte legen. Und wir haben gewettet um dieses wunderschöne Geschenk, was dort vorne auf dem Boden steht, Freunde. Darum geht es. Und dieses Geschenk hier, das bekommt entweder Spaghetti oder ich in Minecraft-Haus, Leute. Und deswegen, ich sage Spaghetti, ich sage, dass ich das Ganze schaffe, dass ich gewinnen werde. Freunde, ich erkläre euch nochmal ganz kurz die Regeln. Komm mal mit, Spaghetti, mein Freund. Los, beweg mal deinen faulen Hintern hier rüber. Genau, hier zum Geschenk, damit wir da... Genau, so, so ist brav. Also, wir werden jede Minute lang... guck mal, hier ist dein, sind deine Steinchen. Da, die Fährte. Genau. Einmal die Minute müssen wir quasi so einen Stein droppen, so wie bei Hänsel und Gretel. Die mussten ja auch Brotkrumen droppen. Und wir müssen eben so eine Fährte legen, damit der andere ungefähr weiß, wo der sich befindet, der andere. Und zwar ist es, weil die Welt der Pokémon sehr, sehr groß ist, Freunde. Und man überall sein könnte, deswegen... halten wir uns ein bisschen an die Regeln und legen eine Fährte. Ne? Dann wird immer so ein Ding gedroppt. Einmal die Moops, ich wollte nicht alle droppen. Einmal die Minute hier so ein kleines Steinchen gedroppt und dann finden wir den Weg. Des Weiteren ist es uns untersagt, in das Wasser zu gehen, weil in Pokémon kann man ja natürlich auch nur, wenn man ein Pokémon hat, surfen. Und dementsprechend können wir hier nicht ins Wasser gehen. Es sei denn, Spaghetti, darf ich bitte auf die reiten? Kommst du her? Kannst du schwimmen? Kannst du Surfer? Hast du die Attacke schon gelernt, Spaghetti? Kann ich mich jetzt auf dich setzen? Ich glaube, das wird noch nichts, ne? Nee, hast du noch nicht gelernt. Aber das schaffst du schon noch. Und wir dürfen zum Beispiel auch nicht hier lang gehen, wo die Bäume zugebaut sind und so weiter. Das gehört alles zu den Regeln der Pokémon. Ich würde sagen, Spaghetti, wir können eigentlich schon mal direkt starten. Möchtest du anfangen? Wenn du anfangen möchtest, dann hüpf mal. Ansonsten fange ich an. Oh, du hüpfst. Okay, okay. Spaghetti, du willst anfangen. Du willst dich also zuerst verstecken. Von daher, ich denke, ich gehe einfach mal in unser Haus und zähle bis 30. Okay? Bis 30, Spaghetti. So viel Zeit gebe ich dir. Und dann musst du schon mal versteckt sein. Und vergiss nicht, alle 60 Sekunden einen Brotkrümel zu legen. Okay? Ich zähle, starte die Stoppuhr auf 3. 1, 2, 3. So, die Stoppuhr läuft, du musst loslaufen. Los, Spaghetti, los, 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 lauf. Ich bin hier im Haus, ich habe mich versteckt, Freunde, und wir warten, bis die Stoppuhr abgelaufen ist und bis zur 60. Sekunde gezählt hat. Nee, bis zur 30. 27, 28, 29, 30, Freunde, 30 Sekunden sind um. Jetzt schnell hier raus aus dem Haus und auf den Weg machen, den Spaghetti zu finden. Der könnte überall sein, Freunde. Er könnte überall sein in der Welt der Pokémon. Wo hat er sich versteckt? In 15 Sekunden muss er die erste Kugel droppen. In 15 Sekunden ist es soweit. Dann muss Da vorne läuft er, Spaghetti. Ich hab dich gesehen, du lahme Ente. Stopp, 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 stopp. Du lahme Ente. Ich hab dich schon gefunden. Haha. Freunde, das war eine sehr, sehr schnelle erste Runde. Spaghetti, ich muss sagen, ich zeig dir mal, wie das geht. Okay, mein Freund, da sind wir wieder im Dorf. Und du wirst dich jetzt mal hier in unser Haus setzen. Okay? Ich mach dir hier mal die Tür auf. Und ich starte jetzt wieder die Stoppuhr. Du gibst mir 30 Sekunden Zeit und ich verstecke mich. Und nach einer Minute droppe ich zum ersten Mal etwas, okay? Auf 3. 1, 2 und 3. Okay, Freunde, es geht los. Es geht los, Leute. Wir müssen uns beeilen. Wir laufen jetzt erst einmal geradeaus, würde ich sagen, hier aus dem Dorf raus. Ich kenne mich hier auch noch nicht so richtig aus in der Welt der Pokémon, nach rechts oder links. Wir laufen nach rechts. Wir laufen nach rechts. Wir dürfen natürlich auch nicht hier drüber springen und sowas. Das gehört alles mit dazu. Ein wildes Pokémon! Was bist du für ein Pokémon? Bist du ein Relaxo? So siehst du aus. Freunde, wir dürfen uns hier, wir dürfen die... oh mein Gott, die 30 Sekunden sind fast vorbei. Spaghetti darf gleich loslaufen. 4, 3, 2, 1. Und jetzt müssen wir uns verstecken, Freunde. Wir müssen uns verstecken und nach einer Minute zum ersten Mal was droppen. Wir sind hier gerade in einem Dorf. Ich würde sagen, wir laufen einfach weiter. Wir laufen durch das Dorf durch und gehen ins nächste. Das ist sicherer, Leute. Das ist sicherer, damit wir länger es schaffen, zu überleben und nicht gefunden zu werden, als Spaghetti es eben geschafft hat. Weil das war schon keine besonders starke Leistung, Freunde. Beeilung. Ganz schnelle Beeilung. Oh mein Gott, wir kommen hier nicht durch.
Oh mein Gott, wir kommen hier nicht durch. Spaghetti könnte schon auf unseren Fersen sein. Der könnte an unseren Fersen haften. Wir müssen uns beeilen. In 3, 2, 1 müssen wir zum ersten Mal was droppen. Nein, wir haben alle gedroppt. Wir haben alle gedroppt. Nur einen. Kommt Spaghetti schon? Nein, ist er da schon? Ist er da schon irgendwo? Oh Gott, Leute, lasst uns beeilen. Wir sind jetzt in Jub Life City. In Jub Life City, das ist eine große Stadt, Freunde. Hier können wir uns ganz gut verstecken, denke ich. Wir gehen einfach mal hier weiter durch. Ich würde sagen, wir gehen bis ans Ende der Stadt. Okay, hier ist ein Brunnen. Wir gehen zum Brunnen. Okay, Freunde, verstecken uns mal hier vorne beim Brunnen und gucken mal, ob Spaghetti schon auf unseren Fersen ist oder nicht. Was ist das hier? Jub Life TV. Hier ist ein Fernsehstudio. Lass uns mal da reingehen. Unser Hund ist noch nicht da. So, wir gehen mal hier rein. Okay, und hier können wir ganz gut durchgucken, durch die Holztüren, ob Spaghetti uns tatsächlich findet. Wir müssen wieder was droppen, Freunde. Wir müssen gleich wieder was droppen. 2 Minuten sind gleich vorbei. Eigentlich kann es nicht mehr lange dauern, weil am Anfang ist die Welt der Pokémon relativ begrenzt. Wir dürfen ja nicht Surfer und sowas verwenden. Wir müssen was droppen. Wir dürfen nichts in Gebäude droppen. 3, 2 und wir müssen es droppen. Wir haben es gedroppt. Oh mein Gott, jetzt ist es aber vor unserer Tür. Jetzt ist es direkt vor unserer Tür. Wir müssen hier weg. Wenn Spaghetti uns hier findet, wir dürfen nichts in Gebäude reindroppen. Von daher ist es eigentlich nicht so gut, dass wir hier gerade drin sind. Kommen wir hier irgendwie aus diesem... Nein, wir kommen hier nicht raus. Wir kommen nicht aus diesem Haus raus. Okay, dann gehen wir mal nach unten. Dann müssen wir jetzt durch die Haustür, durch die Haupteingangstür. Oh mein Gott, nein. Nein, da ist Spaghetti. Nein, Leute. Verstecken. Verstecken. Hat er uns gesehen? Oh Gott, Freunde. Bitte nicht. Nicht, dass er hier reinkommt. Er hat uns, glaube ich, nicht gesehen, oder? Hat er uns gesehen? Freunde, wir gucken mal raus. Er hat die schwarze Kugel hat er auch noch nicht gefunden. Der war doch hier vorne am Brunnen gerade. Der war doch hier. Da läuft er. Oh mein Gott, nein. Nein. Spaghetti, bitte. Bitte nicht. Bitte find uns nicht. Oh mein Gott, da läuft er draußen lang, Freunde. Ich würde sagen, er guckt gerade nicht. Nein! Hat uns... Leute. Nein! Ich habe mich an die falsche Ecke gestellt, Spaghetti. Es tut mir so leid. Okay, Leute, wir haben 3 Minuten geschafft. Wir haben vergessen, die letzte Kugel zu droppen. Das war gerade sehr, sehr knapp. So, Spaghetti und ich haben gerade beschlossen, dass ich mich jetzt hier reinstellen werde und von hier aus zählen werde. Wir machen hier weiter, okay? Von daher, ich mache die Tür zu... Und es geht los auf 3, 2, 1 und go. Los, geh und versteck dich. Ich mach die Augen zu. Freunde, wir sind ja faire Spieler. Wir gehen jetzt hier nicht raus und gucken, wo er ist. Nein, wir machen die Augen zu und warten. Und warten noch geschlagene 20 Sekunden, Freunde. 20 Sekunden, da müsste Spaghetti versteckt sein. Und dann dürfen wir gehen. Und nach einer Minute muss er zum ersten Mal wieder eine Kugel droppen, Freunde. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass er in die Richtung gegangen ist. Aber ich weiß es nicht, Freunde. Er scheint, vielleicht ist er auch komplett andersrum gelaufen. Es ist ein bisschen ungünstig. Wir müssen raus. Die Zeit ist vorbei, wir dürfen raus. Ich würde sagen, wir gehen direkt in diese Richtung. Weil ich glaube, er ist in die Richtung gegangen. Und Hunde fühlen sich ja auch viel wohler auf dem Land, ne, wenn die da draußen sind, als in der Stadt. Vielleicht ist er ja hier lang gelaufen, irgendwie. Guck mal, voll die coole Map hier, aber dafür haben wir keine Zeit, Freunde. Wir müssen raus. Hier war die City, hier ist irgendwie so ein Wasserding... Kommen wir hier überhaupt hoch? Dürfen wir hier lang? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß nicht, ob wir hier lang dürfen über die Steine. Ich glaube, die Steine sind Mauern. Ich hoffe nicht, dass Spaghetti hier irgendwie über das Wasser, über die Steine gehüpft ist. Ich glaube, das dürfen wir tatsächlich noch nicht. Hier dürfen wir noch nicht lang, Freunde. Da vorne ist ein Creeper-Kopf oder sowas. Das können wir, glaube ich, nur mit irgendeiner Attacke oder so. Ich bin mir nicht sicher, was es sein soll, Freunde. Aber da bist du doch! Da bist du! Da hast du die erste Kugel gedroppt! Spaghetti, ich habe dich gesehen! Da hast du dich versteckt, das gibt's doch gar nicht. Ach, du bist echt nicht der beste Versteckmeister, ne? So, Spaghetti, du gehst jetzt mal hier rein. Bist du da? Komm her. So, geh rein hier in das Haus. Ich mach dir beide Türen auf für dicke Hunde, ne? Und jetzt bist du mal ein fairer Kollege und zählst hier. Ganz in Ruhe. Ja, ich sag, ja, nicht traurig sein, okay? 3 Sekunden, dann legst du los, okay? Ich würde sagen, auf 3, 2, 1 und wir laufen. Dreh dich um. Du darfst nicht sehen, wo wir hingehen, Freundchen. Du kannst uns nicht hier irgendwie austricksen, indem du da die Augen offen hast und uns hinterher schaust. Ich hoffe nicht, dass er jetzt guckt. Weil dann wüsst ihr ja direkt, was sie vorhaben, Freunde. Wir gehen nämlich jetzt mal raus aus der Stadt. Der wird wahrscheinlich denken, dass wir die ganze Zeit in der Stadt sind, Freunde. Aber wir gehen raus. Spaghetti hat noch 10 Sekunden, dann darf er schon raus. Dann darf er uns schon suchen, Freunde. Wir müssen uns natürlich ein bisschen beeilen. Wir kennen den Weg hier auch nicht. In 5 Sekunden darf er quasi los...
Wo geht's hier hin? Orborg City. Durch irgendeine Art Tunnel oder sowas. Hier gehen wir mal durch. Spaghetti muss jetzt loslaufen. Hier ist ein Tunnel. Hier geht's in eine andere Stadt. Was ist denn noch hier in dem Tunnel? Ich glaube, da dürfen wir auch noch nicht durch nach den Pokémon-Regeln. Wir bleiben mal hier unten. Wir gehen mal den Tunnel hier weiter und sind jetzt in irgendeiner Stadt gelandet, die ja auch sehr, sehr interessant aussieht, muss ich sagen. Schöne Welt auf jeden Fall. Aber wir brauchen... Hier geht's gerade überhaupt nicht um die schöne Welt, sondern hier geht's darum, dass wir hier dieses Spiel gewinnen, damit wir am Ende dann tatsächlich auch unser Geschenk bekommen. Und wir sind auf einem guten Weg, Freunde. Wir haben 2 Runden schon mal gewonnen. Was auch immer das hier ist. Irgendwie so eine Art komischer... keine Ahnung, eine Mine oder sowas, oder? Freunde, ist es hier eine Mine? Hier geht's irgendwie unter. Wir sind jetzt durch die Stadt nach rechts gelaufen. Wo ist das hier? Die Mine von Orborg. Okay. Wir gehen mal in Orborg runter, rechts runter in die Mine rein. Vielleicht findet er uns hier nicht und wir haben vergessen, so eine Fährte zu legen. Oh mein Gott. Wir legen mal eine Fährte hier vorne hin, Freunde. Wir haben es vergessen. Wir legen mal hier vorne. Nein. Nein, nein, Spaghetti, hast du mich gesehen? Wir müssen laufen, da war Spaghetti. Ich weiß nicht, ob er uns gesehen hat, Freunde. Spaghetti ist ein kurzsichtiger Hund, Leute. Von daher kann es sein, dass er uns noch nicht gesehen hat. Wir laufen direkt weiter in die Mine rein, in der Hoffnung, er hat uns noch nicht gesehen, Leute. 15 Sekunden, da müssen wir wieder was droppen, Freunde. Okay, wir sind bereit. Nach rechts, okay, wir laufen nach rechts. So, und hier kommen wir nicht durch. Nein, wir kommen hier nicht durch. Wieso kommen wir hier nicht durch? Wieso kommen wir hier nicht durch, Freunde? 4 Sekunden. Bitte nicht, Spaghetti. Okay, wir müssen was droppen. Bitte find uns nicht. Bitte find uns nicht. Bitte find uns noch nicht. Ist er hier irgendwo? Ist er hier? Wir laufen mal nach links. Wir laufen nach links in der Mine. So. Okay, er müsste irgendwo hinter uns sein, Leute. Wo sind wir? Hier ist ein Creeper-Kopf. Kommen wir denn hier überhaupt nicht raus, oder was? Was ist das hier bitte für ein Ort? Was wollen wir denn hier? Das gibt es nicht. Das gibt es nicht, Freunde. Das bringt uns hier gar nichts, hier zu sein. Das ist eigentlich voll die doofe Mine. Das bringt uns gar nichts. Jetzt sind wir hier in der Sackgasse und Spaghetti steht... Ja, da ist er schon. Okay, ich gebe mich ja geschlagen. 2,5 weitere Minuten haben wir durchgehalten, Spaghetti. Ich würde sagen, letzte Runde, auf die kommt es an. Wenn du länger als 2,5 Minuten durchhältst, Spaghetti, dann überlasse ich dir den Sieg. Ansonsten würde ich sagen, kriegen wir das Geschenk. Einverstanden? Wenn du einverstanden bist, dann hüpf. Ja, okay, Spaghetti, alles gut, dann lass uns mal weitermachen. So, mein Freund, ich bring mal meine Pokémon ins Pokécenter. In 30 Sekunden komme ich dann hinterher. Du darfst schon mal vorlaufen, okay? Auf 3. 1, 2 und 3. Die Uhr läuft. So, wir gehen ins Pokécenter rein und Spaghetti. Ah, wir sehen, wo er langläuft. Ah, das war nicht meine Absicht. Das war nicht meine Absicht. Sorry, Spaghetti. Ich weiß, du bist nach da irgendwo gelaufen. Wir werden da gleich dir folgen, natürlich. Aber wir lassen dir einfach mal 5 extra Sekunden, okay? Wir lassen Spaghetti 5 extra Sekunden, damit es fair bleibt, Freunde. Er hat jetzt quasi noch 20 Sekunden Zeit, um sich zu verstecken. Wir sind hier im Pokémon-Center so langsam und können unsere Pokémon heilen gehen. So, was darf es denn heute sein im Pokémon-Center? Möchten Sie ein Pokémon-Ei kaufen oder wollen Sie vielleicht ein Ei selbst legen? Vielleicht geht auch das, wer weiß. Okay, Leute, es geht los. 35 Sekunden sind vorbei. Wir schließen die Tür und laufen hier entlang. Ich glaube nämlich, hier ist er irgendwo lang gegangen. Könnte natürlich auch nach rechts gegangen sein. Könnte eigentlich schon direkt hier in dem ersten Gebäude sein. Aber hier ist nichts. Hier ist nichts. Okay, das Gebäude ist leer, was auch immer das hier war. Das war ein Museum. Was? Nein. Es war ein Museum. Es ist ein Museum, kein Museum, Freund. Es ist ein Museum. Hier runter, dort nach oben. Und bist du hier irgendwo, mein Freund? Bist du da in die Mine gelaufen? Spaghetti, bist du da vorne in die Mine gelaufen oder bist du da weiter zur Stadt gegangen? Ha. Sehr, sehr interessante Frage, Freunde. Wir gehen mal zur Stadt. Ich glaube, Spaghetti, der mag nicht so gerne die Minen. Ich glaube nicht, dass er sich da so wohl fühlt. Da ist die erste Kugel. Freunde, wir haben zum ersten Mal eine Kugel gefunden, die uns tatsächlich auf den richtigen Weg führt. In 30 Sekunden muss Spaghetti die nächste Kugel werfen. Ich bin gespannt, ob er das auch macht. Wir laufen mal weiter, Freunde. Wir laufen mal weiter. Spaghetti, hast du dich irgendwo versteckt, mein Freund? Wo bist du denn, ha? Wir müssen es schaffen, Freunde. Wir haben nur noch... Oh Gott, wir haben nur noch 45 Sekunden, um ihn zu finden, Freunde. 45 Sekunden, um Spaghetti zu finden. Wenn wir ihn nicht finden, dann hat Spaghetti gewonnen und dann kriegt er das Geschenk, Leute. Dann kriegt Spaghetti 30 Sekunden noch. Da ist die zweite Kugel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es wird so knapp, Leute. Es wird so knapp, Spaghetti zu finden. Wo bist du? Hund, wo bist du bloß? Zwei... Oh mein Gott, da ist er, Spaghetti! Ich hab dich, bleib stehen!
Du, ich hab dich gesehen. Komm her. Oh mein Gott, da bist du. Ja, Gott sei Dank. Wir haben ihn gefunden. 2 Minuten 10 Sekunden. Das bedeutet, wir haben ihn um 20 Sekunden geschlagen, Freunde. Wir gehen jetzt zurück nach Hause, würde ich sagen. Und gucken uns mal an, was in dem Geschenk drin ist. So, da gehen wir durchs hohe Gras und sind schon fast wieder daheim angekommen. Spaghetti, bist du noch da? Da kommst du. Ja, okay. Da kannst du dich besser verstecken als beim Verstecken spielen. Ach, wir haben gewonnen. Was für ein schönes Gefühl, mein Freundchen. Und wir bekommen unser Geschenk. Aber natürlich, du gehst nicht leer aus. Ich verspreche dir in der nächsten Folge, Maus, da werde ich dir Hundeleckerlis holen, okay? Oder in der übernächsten, falls ich es vergesse. Aber ich verspreche dir, wir besorgen dir ein paar Hundeleckerlis, Spaghetti, okay? Sei nicht böse, wir haben jetzt gewonnen und öffnen unser Geschenk. Bist du genauso gespannt wie ich, was drin ist? Und wir bekommen ein Drumset! Wir haben einfach Drums bekommen für Minecraft Maus, Leute! Wollen wir sie uns mal anschauen? Wir gucken uns sie mal an. Wir können die dann natürlich mitnehmen. Und so sieht das Ganze aus. Alter, wie cool. Wo sitzen wir? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sitze in den Drums drin. Alles klar, Spaghetti, willst du dich da mal hinsetzen? Willst du dich mal auf die Drums setzen? Mal gucken, wie das aussieht. Los, mach mal. Traust du dich? Komm, Spaghetti, setz dich mal. Spiel mal ein bisschen auf den Drums. Kriegst du das hin? Ich glaub, unser Hund ist ein bisschen überfordert, Freunde. Der ist ein bisschen... Oh, ganz süß, Spaghetti. Ey, das sieht eigentlich voll cool aus, weißt du? Eigentlich ist es voll das coole Bild hier. So allgemein, das sieht sehr, sehr nice aus. Freunde, wir haben Drums bekommen für Minecraft Haus, Leute. Das ist auf jeden Fall mega nice und haben ein Battle gegen unseren Hund gewonnen. Immerhin auch sehr, sehr cool. Spaghetti, du kriegst natürlich noch einen Trostpreis, keine Sorge. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge von... Ja, was auch immer das hier war, Pokémon-Action, hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta.